Sehr herzlich willkommen zur Programmübersicht. Was läuft in Deutschlands Fernsehkanälen? 20.15 Uhr. Die ARD zeigt da wieder tierischen Ernst. Eine Aufzeichnung der Festsitzung des Aachener Karnevalvereins mit der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst. Seit 1950 wird der Preis für Humor im Amt verliehen. In diesem Jahr nimmt der Verein Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in den Kreis der Ritter auf. Anschließend die Tagesthemen. Das ZDF zeigt Kreuzfahrt ins Glück, eine Reihe aus dem Jahr 2008, Hochzeitsreise nach Hawaii. Für Sibylle und Christian Krenz wird ein Traum wahr. Nach der Hochzeit an Bord der MS Deutschland führt ihr Weg nach Hawaii. Danach das Heute-Journal und um 22 Uhr dann, wenn deine Sprache verrät dich, Kriminalfilm frei nach Elizabeth George. NDR zeigt Tatort, einen aus dem Jahre 2002, der dunkle Fleck heißt er. Als Kommissar Frank Thiel seine Stelle in Münster antritt, hatte er es sogleich mit einem verzwickten Fall zu tun. Im Hochmoor wurde die Leiche einer Frau gefunden. Anschließend die NDR Quiz Show. RTL zeigt die Weisheit der Vielen, neue Show mit Günther Jauch. Ist die Masse der Zuschauer schlauer als ein einzelner Experte? Was will Günther Jauch heute herausfinden? In einem Experiment spielt der Historiker Eckhard Freise gegen die Zuschauer daheim. Um 22.15 Uhr, ich bin ein Star, holt mich raus, live aus dem australischen Dschungel, eine Doku-Soap. Sat.1 zeigt um 22.15 Uhr Navy CIS, so, Krimiserie, einmal ein Held. Ein schwieriger Fall wartet auf Gibbs. Während eines Empfangs stürzt Brian Wright aus dem 6. Stock eines Hotels. Er wohnt in einem nicht genutzten Zimmer. Danach Criminal Minds und um 22.15 Uhr 6er-Pack. Pro7 zeigt eine Free-TV-Premiere, nämlich das Vermächtnis der Tempelritter, ein Abenteuerfilm aus dem Jahre 2004 mit Harvey Keitel. Der Archäologe Ben Gates sucht nach dem legendären Schatz der Tempelritter, doch offensichtlich ist er nicht der Einzige, der die Schatzkarte kennt. Artikel 2 zeigt die Kammer, ein Thriller nach John Grisham, mit Chris O'Donnell. Kabel 1 zeigt mein neues Leben, XXL, und danach mein neuer Job, Folge 9, 4 Räder, 3 Kandidaten. Wer gibt Gas und wird der neue Kfz-Mechaniker in Dänemark? Um 0.05 Uhr dann Rosemary's Baby, ein Horrorfilm mit Mia Farrow. Vox zeigt das perfekte Dinner, ein Kochdoku mit Gerrit Kling, Björn Kaspitra und Ursula Haie sowie Manuel Cortez. Um 22.35 Uhr prominent. Arte zeigt Carambolage um 20 Uhr, 20.15 Uhr dann Licht, Kunst Folge 3 und um 20 Uhr 45 Themenabend Spieglein an der Wand. Super RTL zeigt um 20 Uhr SpongeBob und um 20.15 Uhr witzig, spritzig, XXL, die besten Werbeknalle der Welt, Moderation Leonard Diepenbrook. Anschließend Columbo, Mord in Pastel, Krimi aus den USA von 1971 mit Peter Falk in der Hauptrolle. Gute Unterhaltung wünsche ich und viel Spaß!